Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins im Tone Run. Und ja, beim letzten Mal haben wir es ja endlich geschafft, den vierten Boss zu besiegen und sind nun in dem Pleiteplatz unterwegs. Ja, in der letzten Folge hatte ich ein kleines Problem mit dem Aufnahmetool. Leider. Aber das dürfte hoffentlich nicht wieder vorkommen. So, wollen wir jetzt erstmal wieder weitergehen. Wir sind schon mal rote Magier, bei denen ich auf die Glocke umschalten muss, weil ich sie sonst nicht töten kann, wenn ich hier runterfalle. Komm, sterb hier, blöde Krabben. So. Ziemlich starkes Heilkraut und Boost. Und Aua machen. Magier, kommst du runter? So. Einer weniger. Bleiben noch. Keine Ahnung, wie viel. Ey, wie so geht das? Au, so nicht. Oh, da sind schon mal zwei auf. Und das sind die, die mit ihren Blastern rumschießen, ballern müssen. Hm? So. Nochmal zwei weniger. Dann gucken wir. Der letzte ist wahrscheinlich der mich da oben runtergeschmissen hat. Ach, der ist mittlerweile auch runtergekommen. Bin ich also total oben. Sonst hier. Hochgeklettert. So, weg mit dir. Und weg mit der Barriere. Sehr gut. Da noch welche mit der Pflanze und hier runterfallen, nein. Okay, wieder hoch. Und diesmal nicht runterfallen. Hopp. Genau. Und an der Stelle stehen normalerweise die versteinerten heiligen Ritter, beziehungsweise kommt die Zwischensequenz. Aber da wir nicht als Julika oder Hugo unterwegs sind, entfällt das Ganze mal. Wir können uns einfach hier hinten gemütlich den Drachenschlüssel holen. Sehr schön. Mit dem, also den Drachenknochenschlüssel. Damit können wir dann jetzt die nächste Tür öffnen. Hopp, hopp. Und hier durch, zurück. An der Statue kurz, das dämonische Element verstärken. Rüstung verstärken ist immer gut. Stun-Effekt können wir auch mal verstärken. Dass wir Gegner besser betäuben können. Und was machen wir mit dem Rest? Boost Recovery. Skill Recovery. Ah, schlechte. Ach ne, erhöhen wir mal die Effektivität von Kräutern weiter. So. Dann müsste das schon mal auf Maximum sein und wir können als nächstes die Statusreduktion, also die Zeit verkürzen, die Debuffs halten, die Gift und Verfluchen. Das wird nachher vor allem im letzten Gebiet dann sehr nützlich sein. Da bleibt mir weg, noch ein Bomben. Ja, jetzt bringt ein 50er Heilkraut schon mal 75. So. In der letzten Folge bin ich hier aber kurz nur durchgesprintet durch das Gebiet. Hier dürfte es aber noch irgendwas geben. Hier ist der Weg zurück, soweit ich weiß. Ja. Schalten wir den da trotzdem noch aus. Oh. Und dann gucken wir uns hier nochmal genau um. Hier gibt es nämlich, glaube ich, noch irgendwas. Außerlästige Gegner. Ein Level up schon mal. Ja genau, hier der Weg. Der so ganz penetrant versteckt ist. Und voll mit penetranten Gegnern. Ah, ein paar sind schon weg, da oben will sich einer nicht mit einmischen. Der andere spricht uns sein Verderben.
So. Und eine Jump-Plattform haben wir aktiviert. Gut. Denn hier oben. Aua. Das ist eine Truhe. Cleria-Erz. Das bedeutet, unsere Klauen wurden verstärkt. Sehr schön. Jetzt haben wir schon Stufe 6 Klauen. Und damit können wir die meisten Gegner viel besser zerteilen. Jawohl. Okay, da drüben waren wir schon. Ja. Hier oben ist nichts. Hier ist die Tür weiter. Und hier ist noch ein Gegner. So. Jetzt können wir ja diese Tür öffnen. Schlüssel benutzen. Ja. Okay. Hier können wir wieder mal hochhüpfen. Wir sind nämlich bereit, von denen wir uns. Die da aber nicht lange bleiben. Und hier müssen wir einmal rundherum fahren, weil hier noch eine zweite Plattform ist. Genau, die bringt uns nämlich rüber. Hier hin zu einem gemein zu findenden Ort. Oh, hier sind wieder diese Magier. Die aber nicht besonders viel können. Und da sind unsere Phantom-Boots. Also, unsere besseren Stiefel. Die dürften uns angeblich ja helfen, in diesem roten Wasser weniger Schaden zu nehmen. Wenn davon noch was kommt. So, jetzt bin ich hier runtergefallen und darf wieder hier hoch. Habe ich aber auch kein Problem damit. So, weg mit euch. Verschwinden auf eure Arme. Und wieder hier rüber. So, aber diesmal geradeaus. Ja, ihr seid Feiglinge, wenn ihr euch da oben versteckt. So. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo geht's weiter. Ich glaube, nach Norden müssen wir erstmal weiter. So. Und ich auch noch weg. Und ja genau, hier geht's nämlich nach draußen. In eine Sackgasse normalerweise, genau. Hey, Clownmann. Und da ist Hippoda mal wieder. Ja, genau. Ich denke, ich vermute, du hast die andere Göttin noch nicht gefunden, wenn du so ziellos hier herumwanderst. Das hat aber auch was Gutes. Es bedeutet, ich habe immer noch die Chance, sie selber zu finden. Oh. Aber solltest du nicht den Alex bewachen? Ja, war ich. Bis Zava aufgetaucht ist und mir gesagt hat, ich soll dort sofort verschwinden. Sie sagte, ich würde irgendwas im Weg stehen. Also dachte ich, gehe weiter die Göttin und die schwarze Perle suchen. Ich verstehe. Also was ist jetzt im Rathaus Alex passiert? Die Eindringe aus Is haben wir übernommen, denke ich. Keine große Sache. Die Teufelsfratze ist immer noch fest verschlossen. Sie werden Lady, wie auch immer sie noch mal heißt, nicht so schnell sehen. Und bevor ich gegangen bin, einer der Zauberer von Is ist aufgetaucht. Aber dein kleiner Bruder war nicht dabei.
Ich frage mich, wo er hin verschwunden ist. Ach komm, schau mich nicht so an. Er ist ein sehr hartnäckiger Typ, weißt du? Es ist einfach natürlich, dass ich Ausschau nach ihm halte. Ich habe doch gar nichts gesagt. Aber weil du es jetzt erwähnt hast, fühle ich mich dazu gezwungen, meine Neugier zu stillen, warum du nach ihm suchst. Jetzt knurrt sie. Okay, genug, ich bin hier, weg hier. Ah, ich habe vergessen, ich habe etwas für dich, Clownmann. Mantid-Medaillon erhalten. Jupp. Das nächste Boss-Teil. Was ist das? Es ist ein Medaillon, das dich weiter im Turm vorankommen lässt. Ich dachte, ich gebe dir eine sportliche Chance, weißt du? Aber verschwende weiter deine Zeit und ich finde die Göttin vor dir. Also, trödel nicht herum. Kämpfe einen guten Kampf und so weiter. Ach, was für eine ehrenhafte Geste. Sie und Hugo sind sich ähnlicher, als einer von den beiden zugeben würde. Sie würden ein perfektes Paar abgeben, sobald der ganze Mist hier vorbei ist. Aber das Schlimmste kommt ja noch. Ich frage mich, wie es von hier aus weitergehen wird. Am besten, ich denke nicht darüber nach. Ich sollte gucken, dass ich meine Kraft darauf setze, Rhea zu finden, bevor es zu spät ist. Ja, und das werden wir auch, denn jetzt haben wir schon mal den nächsten Boss-Schlüssel. Den haben wir als Unica ja nur über ziemlich umständliche Umwege bekommen, indem wir Ritter in Steine mussten und so weiter. Aber als Tor kriegen wir ihn natürlich ohne Probleme. Oder ohne größere. Je nachdem, als was man das Reden mit dem Poda bezeichnen möchte. Obwohl sie von der ganzen Truppe eigentlich immer noch die netteste ist. Im Vergleich zu Zava. Ja. Okay, jetzt geht's weiter im Turm voran. Beziehungsweise jetzt geht's erstmal wieder raus und hier drüben rein. Ja, ein kurzes Stück. Und noch mehr Gegner. Die wir aber ziemlich schnell mit unserem Dämonen-Genau-Effekt machen können. So. Stärke-Boost ist immer gut. Und hier huschen wir drüber, weil die Gegner da unten sind nicht so beeindruckend. Lieber die hier oben. Wir haben etwas mehr auf dem Kasten und geben auch mehr SP. Hier oben sind eher ein paar Pull-Ups. Was hast du hier? Ein bisschen Heilkraut. Dass die Dämonen auch immer Vasen aufstellen müssen, die gegen Kräuter sind. So, noch mehr SP. Und noch mehr Gegner. Kommst du her da oben? So, genau. Da fällt mir ein, wir hatten in dem Gebiet ja noch gar keinen Zwischenboss. Und ich glaube, es kommt nicht mal einer. Oh, das ist die etwas stärkere Version von den Büchern, die wir am Anfang von dem Gleitplatz hatten. Die sind jetzt wenigstens mal gepanzert. Und die da haben Bora als Hände. Habe ich überhaupt noch die Ruderfrucht? Nö. Also die von dem Gleitplatz habe ich schon mal abgegeben. Stimmt ja, das war der Roh, der meinte, er hätte gerne Frau, die ist wohl. Aber gut.
Das sollte wir niemandem erzählen. Das klingt nämlich etwas komisch. So, alle unsere Kräfte sind ausgemaxt. Dann würde ich sagen, ich verprügle doch hier diese Schleime. Und dann gibt es erst einmal einen Cut. Bis gleich.